Hallo, in diesem Lernvideo möchte ich dir einmal die Funktion und die Sicherheitsvorkehrungen eines Rollators erklären. Und vor allem, wie man diesen auch richtig verwendet und einstellt, denn das ist ganz, ganz häufig ein großes Problem, dass Rollatoren nicht richtig verwendet werden. Und ich möchte dir heute zeigen, wie das richtig funktioniert, damit du auch deine Bewohner, Klienten oder Patienten dabei anleiten kannst, damit sie ihr Hilfsmittel richtig benutzen. Aber erstmal zur Funktion eines Rollators. Der Rollator soll Sicherheit beim Laufen geben. Das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, uns hier drauf abzustützen und das verringert die Sturzgefahr. Es bietet viel Sicherheit und vor allem zum Beispiel auf unebenen Straßen, Kopfsteinpflaster und sowas, kann das auch wirklich richtig, richtig gut sein, weil als gesunder Mensch hat man manchmal schon ein Problem, auf Unebenheiten zu laufen. Und als Mensch, der alt ist und pflegebedürftig ist und eh schon unsicher läuft, ist das eine riesengroße Herausforderung. Da ist der Rollator das perfekte Hilfsmittel. Der Rollator hat hier an der Seite Bremsen. Wenn ich die nach oben ziehe, ist der Rollator gebremst. Wenn ich die Bremsen feststellen möchte, drücke ich sie nach unten, bis es klickt. Und auch dann sind die Bremsen fest arretiert. Das ist immer wichtig, dass immer, wenn die Person steht und nicht damit läuft, die Bremsen festgestellt sind, damit es nicht dazu kommt, dass die Person zum Beispiel aufstehen möchte damit und auf einmal der Rollator wegrollt, weil die Bremsen sich gesichert sind. Deswegen immer darauf achten, dass die Bremsen wirklich gut gesichert sind. Jetzt hat der Rollator noch eine zweite Funktion, die ganz cool ist. Und zwar ist es ja manchmal so, dass ältere Menschen oder Menschen, die Pflege brauchen, spazieren gehen, ein bisschen an der frischen Luft sind und auf einmal geht zum Beispiel die Kraft aus. Jetzt hat der Rollator eine Sitzfläche, auf die die Person sich draufsetzen kann, um ein kleines Päuschen zu machen. Sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall, um auch wirklich Spaziergänge sicher zu gestalten. Ja, und wie stelle ich jetzt so einen Rollator richtig ein? Das ist immer eine große, große Frage. Und zwar sollten diese Griffe hier auf Hüfthöhe sein. Das ist ganz wichtig, denn der Rollator sollte so benutzt werden, dass die Person zwischen den beiden Hinterreifen läuft. Und dann kann die Person wirklich sicher laufen. So, wie schaut die Realität oft aus? Ein Rollator wird so vor sich hergeschoben. Man nennt es auch den sogenannten Rollatorgang. Der ist sehr gefährlich, denn das Problem ist, dass die Personen verlernen, normal zu laufen. Die laufen immer so gebückt nach vorne und wenn sie dann keinen Rollator haben, dann sind sie gewöhnt, gebückt zu laufen und das Sturzrisiko erhöht sich drastisch, dass sie nach vorne stürzen. Deswegen, immer wenn ihr mit dem Rollator seht, der so läuft, bitte klärt ihn auf, schult ihn, dass die Personen aufrecht laufen. Diese Griffe müssen auf Hüfthöhe eingestellt sein. Hier muss man gut bremsen können und dann sollen die Personen sich gerade abstützen und zwischen dem Rollator laufen. Dann läuft man auch wirklich sicher mit dem Rollator und es kommt zu keinen Komplikationen. Ganz, ganz häufiges Problem eben, wenn der Rollator so vor sich hergeschoben wird. Einmal ist es nicht gut für den Rücken und zweitens eignet man sich so den ungesunden und unsicheren Rollatorgang auch ohne Rollator an. Und wenn ich dann mal schnell irgendwo hin möchte, habe ich einfach eine riesengroße Sturzgefahr, was ja wirklich nicht gewünscht ist. So, und das nächste, was beim Rollator wichtig ist, dass der Rollator auch immer beim Patienten in der Nähe steht. Leider erlebt man es gerade im häuslichen Umfeld immer wieder, dass Menschen dann auch ohne Rollator durch die Wohnung laufen und dann ist der Rollator im Schlafzimmer und die Person ist aber schon im Wohnzimmer und muss jetzt schnell auf Toilette, läuft dann ohne Rollator los, weil er nicht da ist und stürzt dann. Das ist halt immer wieder das Problem, gerade im ambulanten Pflegebereich. Was ihr einfach machen könnt, jedes Mal, wenn ihr beim Patienten seid, stellt ihm den Rollator in die Nähe und erinnert ihn dran. Im Pflegeheimalltag oder im Spitalalltag, da seid ihr viel öfters im Zimmer. Schaut also bitte drauf, dass der Rollator immer beim Patienten ist, dass er ihn griffbereit hat. Ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt habt ihr alles erfahren zum Thema Rollator. Ist ein sehr, sehr tolles Hilfsmittel, was sehr, sehr vielen Menschen hilft. Es gibt es in ganz vielen verschiedenen Preisklassen und ist für viele alte Menschen eine große Bereicherung. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und du hattest Spaß beim Zuschauen und konntest was lernen. Und wir sehen uns bei den nächsten Lernvideos wieder. Ciao!